Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf dem Videoclip von Silvias Papierwerkstatt. Es ist ja bald wieder Mai, Juni und auch bald wieder die Zeit der Kirchenfeste, unter anderem auch für die Kommunion. Ich muss gestehen, ich habe überhaupt keine Stanzen oder überhaupt keine Stempel zu diesem Thema. Und von daher muss ich mir alles selber machen. Ich habe mir gedacht, ich lasse euch ein bisschen daran teilhaben, wie man dennoch schöne Gratulationskarten machen kann zu diesen Kirchenfesten. Die Sprüche kann man sich ja anpassen. Aktuell habe ich für nette Dame ein paar Kommunionkarten auf Bestellung gemacht. Darum ist bei mir natürlich jetzt das Thema Kommunion. Ich habe einmal diese Variante mit der Hostie und dem Kelch. Dann gibt es eine Variante mit Fischen und eine Variante mit dem Kreuz. Ich zeige euch am Ende vom Beitrag noch ein paar Beispiele und fange jetzt mal an mit der Karte mit dem Kreuz. Und zwar Kreuz, ja, okay, da kann man sich zeichnen oder wie auch immer, oder einfach aus Linien ausschneiden. Ich habe es versucht, relativ elegant ausschauen zu lassen. Und zwar habe ich mir da aus Karton eine Schablone gemacht. Ich habe mir das erst auf einem Karo-Papier angezeichnet. Dann mit dem Cutter ausgeschnitten. Anschließend lege ich es auf meine Vorlage, also auf das gewünschte Papier. Ich kann natürlich auch ein Designpapier benutzen. Und wenn ich jetzt einen Bleistift finden würde, da, ist egal, ich nehme jetzt einfach einen Kugelschreiber. Und zwar umrande ich das Ganze. Mache mir so meine Linien. Dann nehme ich meine Schere und schneide es natürlich an der Innenkante sauber weg, dass man den Kugelschreiberstrich nicht mehr sieht. Und habe dann auch schon einen Schmarrn gemacht, weil ich wollte es eigentlich ganz anders machen. Und zwar wollte ich es eigentlich auf das Graue machen, weil ich wollte noch was anderes zeigen. Da geht es ja schon mal los. Also nochmal mache ich mir nehme ich mir meine Kreuzschablone, zeichne mir mein Kreuz auf. Und schneide es an den Innenkanten aus. Man kann sich natürlich auch ein anderes Kreuz zeichnen oder welche ausdrucken. Muss mal schauen, vielleicht mache ich auch noch ein Set für die Kommunion, das man ausdrucken kann. Und wo man dann die Sticker einfach aufkleben kann. Ich schätze, was werde ich auch noch demnächst noch anfertigen, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Vielleicht wisst ihr ja, ich habe auch ganz viele digitale Produkte in meinem Shop. Und die habe ich aus diversen Zeichnungen selber angefertigt und Digi-Stamps, also Sticker draus gemacht. Da kann man dann ganz tolle Projekte damit machen und Sachen gestalten. So, jetzt habe ich da mein Kreuz. Dann nehme ich mir die gewünschte Stempelfarbe. Ich habe mir da einen Musterstempel genommen. In dem Fall ist jetzt aus einem alten Stempelset von Stamping Up, Textured Essential. Ich nehme mir mein Stempelkissen, tauche da richtig fest ein, dass die Farbe kräftig wird und fange an bei der, ja, ziemlich oben halt, dass ich so viel wie möglich bedecken kann. Dann fange ich an, restliche, also den unteren Teil zu bestempeln. Empfiehlt sich natürlich immer, Unterlage zu benutzen.
Und so kann natürlich auch jedes andere Motiv nutzen. Dann muss ich jetzt ein bisschen improvisieren, weil ich jetzt natürlich das Papier verbraucht habe. Aber ich habe noch was. So, dann nehme ich mir meinen Kleber. Ich liebe den Tombow Flüssigkleber aus Überzeugung, weil der einfach, ja, man kann es noch verrutschen. Und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen gepatzt hat, kann man es auch am Ende noch ein bisschen mit dem Kleberadierer ausradieren. Ich klebe es an der unteren Kante, ja, so halb, ein bisschen, so ein halber Zentimeter klebe ich es auf. Man könnte jetzt zum Beispiel für den Rand auch ein silbernes oder ein goldenes Papier nehmen, also das halt einfach ein bisschen einen Kontrast hat. Normalerweise würde ich es da auch angleichen, aber da habe ich ein bisschen ausgefranstes Papier erwischt, darum habe ich es jetzt weiter weggeklebt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, schneide ich immer ganz gern einfach nach Gefühl. Es ist nicht immer hundertprozentig gerade, aber dafür ist auch Handarbeit. Und schneide so mit einem halben Zentimeter oder ja, also ein bisschen weniger, ein paar so Millimeter rundherum so einen Rand. Tue mir halt ein bisschen schwer, weil ich leider Arthrose habe und dadurch immer ein bisschen Probleme in den Fingern habe. Aber muss man halt ein bisschen langsamer tun. Bei diesem Wetterumschwung ist das echt manchmal ein Problem. Ja, aber keine Ausrede für schlechtes Schneiden. Da muss ich wirklich noch ein bisschen ausgleichen, dass das auch schön sauber ist. Aber in erster Linie geht es ja darum, jetzt mal, dass ich euch ein paar Möglichkeiten zeige, wie man ohne Stempelsets und ohne Zubehör trotzdem schöne Karten machen kann. Und dann noch ein bisschen. Es braucht ja auch gar nicht zu viel ran, sondern nur einfach, dass das ein bisschen abgesetzt wirkt. Man könnte jetzt auch die Ränder zum Beispiel direkt in das Stempelkissen reindrücken. Dann hat man auch ein bisschen einen Rand oder mit einem Filzstift die Ränder noch ummalen. Also kann man ja machen, was man will. Man kann ja auch zum Beispiel weißes Papier nutzen und in dieses Kreuz, Zentangel-Muster selber einzeichnen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe da die Variante für die Jungs. Ich mache jetzt die Variante für die Mädchen. Da habe ich jetzt irgendwie total alles verpeilt heute. Ich habe da meinen Aufleger. Der ist 14, 29 cm mal 14,5, gefalzt bei 10,5 in der Mitte. Das ist der Kartenrolling. Ich schneide mir ein Stück, ich sage jetzt mal 6 cm. Könnte ich mal wieder neue Schneidlinge brauchen. In der Höhe ist 10,5. Da mache ich dann 10,4, dass es jetzt nicht so ganz genau an der Kante ist. Nehme meinen Kartenrolling. Dann klebe ich mir zu großzügig, dann klebe ich mir das so an eine Kante
Ich habe auch noch einen, hatte einen Streifenrest. Der Streifenrest, dem Rosa, der ist auch schon zugeschnitten. Den setze ich da an die Kante, weil das macht dann auch nochmal so einen schönen Abschluss. Dann nehme ich mir 3D-Pads. Bei dieser Variante habe ich tatsächlich ein Designpapier hergenommen. Da ist es ein bisschen schneller gegangen, aber ich wollte jetzt eben mal die Alternative mit dem Bestempeln zeigen. Dann nehme ich mir jetzt das letzte Magnet. Das kleben wir da noch so in die Mitte. Und gut, ist ein bisschen schmäler geworden. Ein bisschen besser. Hab dann da mein Kreuz. Und suche mir noch das ist jetzt ein bisschen zu wenig Kontrast. Klebe da immer an die so kleinen Tupfen bloß und tauche da ein an die Blatt, auf irgendein Blatt, immer so ein bisschen aus der Fläche vom Blatt. Verteile das da so ein bisschen. Und klebt es wirklich ganz schlicht einfach nur ein Blatt damit drauf. So an die Kante, dass nicht so im Leeren steht. Dann kommt da noch ein Spruch hin. Die muss ich auch selber schreiben und beziehungsweise ausdrucken. Und habe dann diese Variante der Karte. Am Ende, wie gesagt, zeige ich alle dann, wenn es fertig sind mit Sprüchen und so weiter. Und verlinke auch noch in meinen Info in der Infobox meine ganzen Daten und Maße und so weiter. Das war jetzt mal der erste Teil und der zweite Teil folgt gleich.